And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we went to Ireland in order to visit the digging site of Loch Marne, because that is where the tripod was found. There was both depicted in the manuscript that we found. And is also in the museum, Musée Grün. So, last time we talked to this young chap here, and I regretted not playing the English version of this game because we would have heard some lovely Irish accent. However, we shall do with the German version, and there's something that we can operate on. Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Apparently we will use this eventually. Let us try to find this Fitzgerald person that this young boy mentioned. Some Irish music playing there. Quite stereotypical. Ich erkenne den Typen sofort nach McGuire's Beschreibung. Er ist ziemlich zappelig. Yeah, that's Fitzgerald. By the way, I should actually remind myself to use the observe button. So right clicking on something. Ich erkenne den Typen. Gives you a description of the thing. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefenassen gesagt. And when you do that, you get these funny dialogues. So I actually completely missed it up until now. So I shall do that in the future and also right now. So let us talk to Fitzgerald. Because it's the thing to do, obviously. Hello, Mr. Obvious Man. Mr. Fitzgerald? Was? Ich muss dringend mit Ihnen reden. Seems a bit nervous. Was ist los? Oh, stupid. Come on, mate. Let's drink a pint. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. What about the digging site? Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? McGuire hat das gesagt. Hooligan glauben Sie doch nicht etwa, oder? Warum nicht? Sein Bewährungshelfer könnte Ihnen da so ein paar Sachen erzählen. Just because he's brutal doesn't mean he's a liar. Haben Sie von dem Edelstein gehört, den Pegram gefunden hat? Ich habe Gerüchte gehört, aber man darf schließlich nicht alles glauben, was man so hört oder sieht, hm? Fair point. What about this Mr. Pegram? Wo kann ich Dr. Pegram finden? Ich habe gehört, er sei zum Angeln gegangen. Weiß aber nicht, wohin. That's actually... he's gone fishing is also, sort of a saying in English, so I'm not sure whether this was meant literal or... Yeah. I don't even know what gone fishing means. I think it means that you are insane. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. You don't know much about anything at all, do you? Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Oh. Wir sind da nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Here, have this nose. Was sagt Ihnen diese rote Nase? Blut. Wieso das denn? Ich habe viel geblutet als Kind. Oh. Nach jeder Prügelei auf dem Spielplatz hatte ich eine blutige Nase. Das wäre mir im Grunde egal gewesen. Aber ich war in die Prügeleien noch nicht mal verwickelt.
Ah, so funny. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, glaube ich wenigstens nicht. Schauen Sie genau hin, er hat eine Narbe im Gesicht. Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Do you know Gruber Electronics? Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Ja, yeah, das ist Ihrer, stimmt's? Nicht ganz. Sagt Ihnen der Name etwas? Thomas Moulin? Nein, nie von ihm gehört. Yeah, it's unlikely that he, even if Khan was here, he would have gone by the name of Moulin. Was glauben Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ist das was für Pferde? Falsch. Damit macht man Kanaldeckel auf. Oh, echt? Naja, man lernt täglich was dazu. Yeah, this Fitzgerald definitely appears to be a bit stupid. And therefore I don't suppose you know anything about this box of matches, do you? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Let me check your hand. Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Okay, he's not that stupid. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Bis später. Well, he was not very helpful. But I just thought of something. We might actually want to give this tissue to the man with the runny nose. Hello, man, miss with the runny nose. How Hallo, guter Mann. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. That means that you must... Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Okay, do you know anything about Dr. Well, Professor Pegram? Well, if he's a professor, then he is probably also a doctor, but anyway. Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Wussten Sie, dass Pegram archäologische Ausgrabungen vornahm? Ich mische mich nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein. Interessiert mich alles nicht. Wissen Sie, wo ich Pegram finden kann? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von ihm gehört habe. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungschen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Have you seen the ghost, actually? Haben Sie den Geist mal gesehen? Klar doch, mit meinen eigenen Augen. To be sure, with me very own eyes. Ah. I wish I had played the English version of this game. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Are you 100% sure? Strange old man. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Ah. I just love this game. The atmosphere and the humor. This is probably my favorite adventure game of all times. Besides the Gabriel Knight games, but this is...
The sequel of this game was not as good, but this is just... I love every second of this. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Well, we already established that the ghost doesn't exist. Would you like to have another pint? Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Hm. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Would you like to have a nose in order to cover your own? Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Ich nehme an, dass Sie für die Wohlfahrt sammeln. Nein, tue ich nicht. Ich will wissen, ob Sie jemanden gesehen haben, der so eine Nase getragen hat. Nein, habe ich nicht. Hm. Have you seen this man? Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Soll das ein Bild von Ihnen sein? Nein, ich habe keine Narbe im Gesicht und aus dem Mittleren Osten bin ich auch nicht. Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Hm. Werfen Sie doch mal einen Blick auf diesen Ausweis. Mal sehen. Oh ja, kleines Plastikbild. Ich nehme an, dass es Ihnen nichts sagt, oder? Nein. How about this tool? Können Sie dieses Werkzeug identifizieren? Nein. How about these matches? Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht dauernd. Okay, okay. But before I go, let me check your hand. Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Ah, okay, yeah. Good point, George. Okay, have this tissue. Sie könnten dieses Taschentuch gebrauchen. Sowas benutze ich nicht. Diese Dinger sind einfach nur unhygienisch. Well. Actually, bis dann. I mean, you can wash them, so. Can we have your beer? Or whatever you're drinking? No. Nothing there. We can talk to the man with the fiddle. Er hört nicht zu. Yeah, you could tell by the way, the poor way the guy is drawn, although that the fact that he's not very detailed, that you probably cannot talk to him. Der Typ mit der Geige ist so völlig in sein Spiel, das geht aber völlig in Ordnung, weil alle Leute in der Bar ihn schließlich ebenfalls ignorieren. Let's talk to the barkeeper. Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte. Okay, what's annoying me sometimes, so sometimes the German dialogue and the English dialogue are in fact contradicting one another. So in the English version, it said the similarity ended there, but in the German version the similarity did not end there. I really hate this when translators change the meaning of... Nah, whatever. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Why not? Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. I guess that's a no. What about this Fitzgerald person, which, strangely enough, looks completely different in the icon? Kennen Sie Sean Fitzgerald sehr gut? Ich kenne ihn gut genug, um ihm nie mehr als 2 Pints zu verkaufen. Er wird echt kindisch, wenn er ein paar Bier intus hat. Überrascht mich nicht. Er muss Medikamente nehmen, für seine Nerven. Seine Nerven sind völlig in Ordnung. Er ist nur ganz einfach verrückt. Do you know Professor Pegram? Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob.
Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? No, we are not. Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Okay, Danke. When we'll come back, folks, we will continue our conversation with these lovely people of Lochmann. And maybe we'll find Professor Pegram. Until next time, folks, until then.